Was passiert eigentlich, wenn man meditiert? Dieser Frage gehe ich etwa einmal im Monat im Noseletter bzw. Newsletter von findyournose.com nach. Heute gibt es eine Geschichte von mir selbst. Das bin ich. Ich vor etwa 20 Jahren. Ganz glücklich mit der Welt und mit mir selber. Zumindest habe ich das gedacht. Es gibt so einige graue Stellen in meinem Leben. Sonst ist eigentlich alles in Ordnung. Gut, ich muss mich ums Kind kümmern, das ich gerne liebe und versorge und wieder liebe. Dann Geld verdienen natürlich. Ich möchte mich fortbilden für meine Karriere, Freunde besuchen. Ich habe viel zu tun, auch damit gesund zu sein. Dann ist natürlich der Beziehungsstress da. Kochen, waschen, einkaufen, putzen, organisieren, sich unfähig fühlen. Doch davon wollen wir jetzt bitte nicht reden. Und sich Sorgen machen, Hauptsache sich Sorgen machen, das war mein Leben. Und so wuchs der Schmerz ums Herz, ohne dass ich es eigentlich richtig bemerkt habe. Irgendwann habe ich es dann bemerkt. Vielleicht war ich ja doch nicht ganz so glücklich, wie ich gedacht habe, und das Leben kann doch nicht einfach nur grau sein. Und so begann ich zu meditieren. Ich begann mit den aktiven Meditationen, die mich zunächst mit einer überraschend großen Kraft versorgten. Ich genoss es, wieder mich zu fühlen und in mir zu ruhen. Es gab immer noch tausend und eine Sachen zu tun und der Schmerz ums Herz war auch immer noch da. Doch gleichzeitig gab es ab und zu mal in der Meditation einen Hauch von unerwarteter Glückseligkeit. Die erfahrenen Glücksmomente spornten mich dazu an, weiter zu meditieren, mir Zeit dafür zu nehmen und, oh Wunder, es geschah eine Art Harmonie um mich herum. Ich machte eigentlich gar nichts Besonderes. Ich folgte einfach meinem Herzen. Was immer meinem Herzen gut tat, das unternahm ich und so wurde die Kraft in mir immer größer und immer stärker. Als das Herz stärker wurde und ich mich selbst auch wieder mehr geliebt habe, mich nicht mehr unfähig fühlte, sondern einfach so, wie ich eben bin, verschwanden plötzlich alle Probleme. Und zwar nicht, weil ich irgendwas besonders gemacht habe, sondern sie sind einfach verschwunden. Was sich ausgedehnt hat, war mehr und mehr Glückseligkeit und Freude. Das Leben macht einfach Spaß. Und das zeigt sich auch in vielen, vielen kleinen Dingen um mich herum. Tausend kleinen Gräslein, tausend kleinen Projekten, so wie auch dieses Video, was ich gerade erstellt habe.